lieber Aquaterraner, hier ist TB Berlin auf YouTube. Ich zeige euch heute mal Würmer im Nano-Aquarium. Viele Aquarianer sparen ja dieses Thema aus. Im Internet lese ich immer wieder Hilfe, durch mein Aquarium schlängeln sich kleine S-förmige weiße Würmer. Wir fangen also mal mit den guten Würmern an, und zwar hier in diesem kleinen Nano-Aquarium. Das hier sind in der Regel Wenigborster, auch Oligocha aether genannt. Die werden je nach Art 1 mm bis über 10 cm lang und Tubifex und Regenwürmer stammen aus derselben Ordnung wie diese Wenigborster, haben also in etwa dieselben Eigenschaften. Diese kommen praktisch weltweit in Süß- und Meerwasser vor oder auch an Land und sie ernähren sich von Pflanzenresten, Aas und von Futterresten, haben also eine positive Eigenschaft. Sie graben sich nämlich durch den Bodengrund und durchlüften so den Untergrund und helfen, Faulstellen vorzubeugen. Wenigborster vermehren sich durch Teilung, sind Zwitterwesen und können auch Eier legen. Wenigborster schleppt man sich meistens aus der Natur oder durch lebende Pflanzen ein und sind harmlose Destruenten. Das bedeutet, sie verwerten Reste und gehen nicht an lebende Tiere. Also, das sind die Guten, die gehören dahin, so wie auch andere nützliche Resteverwerter, die im Mulm leben. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, der klickt auf den Link in der Beschreibung. Eine explosionsartige Vermehrung lässt sich gut über die Fütterung regulieren. Wo es viele Futterreste gibt, sind auch viele Würmer und Co. anzutreffen. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, nämlich den Würmern, die schädlich für unsere Tiere sind. In diesem Fall hier Strudelwürmer. Hier hat es meine Neocaridina Blue Jellies erwischt. Das kann ein Hinweis auf Importtiere sein. Unter deutschen Züchtern kommen diese Würmer nicht sehr häufig vor, da sie sehr gut behandelbar sind. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Das hier sind also Strudelwürmer, Scutariella genannt. Scutariella leben auf Garnelen und Krebsen als kommensale Symbionten. Als kommensale Symbiose oder auch Kommensalismus wird jede Form des Zusammenlebens zweier artfremder Organismen bezeichnet, bei der aber nur eine Art einen Vorteil genießt, die andere aber einen erkennbaren Nachteil erfährt. Meine befallenen Weibchen wirkten aggressiver als sonst. Ich wäre es auch, wenn mir fingerdicke Würmer aus dem Kopf wachsen würden. Diese Würmer stellen somit für unsere Garnelen keine unmittelbar lebensbedrohliche Gefahr dar, können jedoch im Zusammenhang mit anderen Faktoren wie verschlechterter Wasserqualität oder einer Krankheit durchaus zu einer Schwächung der Garnele beitragen. Eine Behandlung ist mit Praziquantel oder mit Praziquantel-haltigen Medikamenten wie Girodol oder Tramazol gut möglich. Die Behandlung sollte nach einer Woche wiederholt werden, um auch die während der ersten Behandlung in der Eikapsel geschützten Würmer abzutöten. Praziquantel oder praziquantelhaltige Medikamente wirken gegen Plattwürmer sowie Bandwürmer, Strudelwürmer, Kiemenwürmer, Hautwürmer, Saugwürmer und Rundwürmer, Hakenwürmer sowie Krebsegel. Also alles, was an der Garnele dran klebt. Alle Infos findet ihr auch in der Beschreibung. Ich stecke kurz vor der Behandlung Holzspieße in den Bodengrund. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit das Mittel sich auch im Untergrund gut verteilen kann. In dem 30-Liter-Becken hier stecke ich also ca. 10 Spieße und warte, bis das ganze Mittel sich gut im Wasser verteilt hat. Ich verwende hier Tramazol. Andere Panacur-haltige Medikamente funktionieren dennoch ähnlich. Auf 30 Liter Wasser nehme ich 2 Milliliter von dem Medikament. Je nach Wassertemperatur muss die Behandlung nach ein paar Tagen wiederholt werden. Nach 30 Minuten, wenn das Mittel gut gelöst ist, entferne ich die Holzspieße und hänge noch einen Sprudelstein ins Wasser. Sollte das Wasser trübe werden, ist wahrscheinlich zu wenig Sauerstoff im Wasser und ihr müsst agieren. Ein Wasserwechsel ist sofort vonnöten. Nach 24 Stunden mache ich einen großen Wasserwechsel, 90%. Ich lasse so viel Wasser ab, dass die Zwerggarnelen gerade noch im Wasser stehen können. Dann mit Frischwasser wie gewohnt auffüllen.
Das Wasser sollte dieselbe Temperatur und denselben Leitwert wie das Ursprungswasser haben. In meinem Fall wurden nur die zwei Weibchen befallen, die beide kurz zuvor Eier abgelegt hatten. Keine meiner anderen Zwerggarnelen zeigte sonst Symptome. Diese Würmer befallen hauptsächlich Neocaridina-Arten. Dort leben sie vornehmlich unter dem Panzer im Kopfbereich und auf den Kiemen, wo sie auch ihre Eikapseln ablegen. Die Eier und Würmer sind unter dem Carapax und in den Kiemenhöhlen bei genauem Hinsehen teilweise mit bloßem Auge als stecknadelgroße Punkte erkennbar. Erfahrungsgemäß sollten nach 3 Stunden keine Würmer mehr sichtbar sein. Hier bei uns wirkte das Mittel schon nach 3 Minuten und der Großteil der Würmer war nach kurzer Zeit dahin. Meine Wassertemperatur hier im Becken liegt unter 25 Grad Celsius. Also habe ich nach 10 Tagen die ganze Prozedur wiederholt, um auch den gesamten Würmernachwuchs zu erwischen. Diesmal habe ich allerdings schon nach 6 Stunden einen großen 90-prozentigen Wasserwechsel gemacht. Unsere nützlichen Wenigborster werden von dem Mittel übrigens nicht in Mitleidenschaft gezogen. Und alle Schnecken und auch Zwerggarnelenbabys haben die Trimazol-Kur gut überstanden. So viel von mir zum Thema Würmer. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, schreibt mir in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen, klickt auf den Daumen und bis zum nächsten Mal.